Ihr wollt wissen, was ich hier in Spaghetti Town mache? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich hatte so eine schöne Folge fertig. Also, was heißt schön? Schön war die nicht, aber ich hatte eine Folge fertig. Und zwar habe ich euch gezeigt, wie ich den ganzen Spaß da hinten fertig gemacht habe. Also sprich unsere Highspeed, nein, wie heißt das? Homing Ammo. Ich habe da drüben ein bisschen was reingeschrieben. Hier rechts an der Seite. Wo haben wir es da? Nee, das bringt nichts. Jetzt hier hin. So. Okay, da können wir einen Haken dran machen. Das habe ich nämlich gemacht in der Folge. Weil, wie ihr hier oben seht, oben rechts. Moment. Ja, es geht halt sehr, sehr langsam. Bis 4000 ist so ein langer Weg. Hier haben wir schon mal immerhin über die Hälfte. Die sind fast fertig. Die sind fertig. Also habe ich mir gedacht, guckst du mal nach, warum brauchen die so lange? Und das habe ich hier gemacht. Da war nämlich das Problem. Der Kollege hier ist fleißig. Der ballert. Da kommt genug an. Wir haben die Rahmen dran. Wir haben die Platinen. Wir haben die automatische Verkabelung, die voll ist, die immer noch da vorne gebaut wird. Ich stehe hier gerade, weil es regnet. Und unser Problem war, hier fehlt ein Computer. Supercomputer, um genau zu sagen. Die wiederum habe ich nicht gekriegt, weil müsste ein Stückchen fliegen. Da flog schon wieder einer weg. So. Wurde transportiert. Weil Eumel hier, Eumelchen, hat zu wenig Highspeed-Anschlüsse bekommen. Der braucht ja 5,625 pro Minute. Aber hier aus dem Apparello kam nur alle paar Minuten mal einer, weil eigentlich sind die bei 3,6 irgendwas. 3,75 glaube ich. Also 50% obendrauf, hochgepackt und uns fehlte Turbodraht. Der war nämlich hier, ja, der ging hier rein, aber irgendwie, boah, er staut sich hier schon zurück, das ist super. Also bin ich hingegangen, habe die komplette Bahn bis ans Ende zurückverfolgt, könnte man so sagen. Also bis, Moment, quasi hinter diesem Klotz irgendwo, da war ja unser Kriterium, das wir gebaut haben. Kann ich das von hier nirgendwo sehen? Der Eumel. Wo sind die? Das muss doch. Da, das Ding. Zoom, zoom, zoom des Todes. So. Da sind das, was jetzt immer so ein bisschen verschwindet und wiederkommt. Das sind Schmelzöfen. Da habe ich drei dazu gebaut. Ich habe den entsprechenden Miner upgradet. Habe noch ein paar von den anderen Kollegen hier von den Konstruktoren dazu gepackt. Da kommen jetzt 660 pro Minute. Wir brauchen, habt ihr glaube ich gesehen, 315 alleine für den. Kleiner Fun Fact, wenn ich den auf 200 stelle, sind wir hier bei 420. So. Und hab auch den ganzen Kram hier rüber gemacht, hab euch erklärt, was wir so als nächstes vorhaben, woran das gerade scheitert und also scheitern quasi daran, dass ich wissen wollte, wo da oben los ist, warum das so lange dauert. Das darf ich jetzt nochmal machen. Deswegen mache ich diese Folge definitiv heute kürzer. Mal gucken, ob wir die 20 Minuten schaffen. Das wäre doch mal schön, oder? Kurze Folge, immer noch die falsche Taste. Komm. Ja, die dritte war ich. Denn auf der Koordinate, wie ich gelernt habe, was ich in der anderen Folge auch falsch hatte. Dort. Bam. Da steht jetzt so ein Häuschen drauf, das ich, glaube ich, nicht mehr bearbeiten kann. Kartenmarkierungen sind gerade im Sack. Kann ich nichts mitmachen. Ich klicke wie blöd. Auch hier rechte Maustaste da drauf, bringt nichts. Was ist mit der? Kann ich die? Nein, kann ich nichts mitmachen. Das ist wunderbar. Also die hängen hier ein bisschen doof rum. Da möchte ich unsere... Kriege ich die weg? Nein, guck mal. Das ist selbst hier. Ich kann machen, was ich will. Ich kriege die Kartenmarkierung nicht weg. Auch hier drin, ja, geht da schön hin, aber passiert nichts. Ich habe wieder Kisten,
Das wäre cool, wenn man die hier löschen könnte. Weil, wie man sieht, ich war hier unten. Ne? Da ist jetzt wahrscheinlich Katerium und so ein Shit drin. Wir wollen aber wieder zu dem Marker zurück. Oh, danke. Hier möchte ich gerne unser Atomkraftwerk hinsetzen und unsere ganze Gedönse, was wir da bauen. Und, Moment, das können wir doch machen. Wir können jetzt in die Planung dafür gehen. Und das machen wir als kurze Folge. Was haltet ihr davon? Bis zum nächsten Mal kaufe ich dann alles ein und so. Denn, ich kann mal wegschmeißen, dich kann mal wegschmeißen, weil das Update immer noch ein bisschen doof ist. Also das Update, Upgrade, besser gesagt, von den Minern ist immer noch doof. Wir wollen. Cool. Das war Tab. Cool. Fangen wir da mit an, was wir am Ende brauchen. Das wäre unter Strom zu finden. Nämlich, wir brauchen Atomkraftwerke. Und ich habe den Spaß so berechnet, dass ich 6 von den Uranium Fuel Units, so heißt die Dinger, mache. Und gleichzeitig noch von diesen Infused Uranium Cells. 10 Stück, weil die werden wir für die Nukes brauchen. Also wird das alles in einem Abwasch, weil wir sind sowieso da hinten in der Ecke von der Waffenfabrik. Also können wir auch alles da machen. Das heißt, wir brauchen 30 Atomkraftwerke. Das ist so das Ziel bei dem Ganzen. Die sollen arbeiten. Boah, ich habe noch nicht mal genug für eins. Das ist doch schön. Ich könnte noch mal eben gucken. Habe ich hier irgendwo noch die Seite auf? Eine Sekunde. Ich sehe auch Ausschläge, das ist super. Ich habe nämlich gerade nicht darauf geachtet, ob ich irgendwie sehe, dass denn da auch Ton ankommt. Ton ankommen wäre natürlich praktisch. Wie viel Wasser brauchen wir denn? Oh, shit. Wasser wird übel. Weil Wasser brauchen wir quasi immer 5 Extraktoren für 2 von denen, also 15 mal 5. Holy crap. Und zusätzlich brauchen wir noch hier das geht ja, da brauchen wir nur 6 Stück. Also 15 mal 5 plus 6. Ich habe sogar eine Rechnung, die wir machen können. Ja, 15 mal 5 plus 6. 81 Stück. Lecko funny. Produktion. Nee, nicht. Ich will den nicht bauen. So. 81 Stück. Eigentlich sollte ich einen übertakten, weil 80 wäre natürlich eine schöne Zahl. Nee, machen wir nicht. Wir machen hier 81 Stück. Echo Fun. Dann kriegen wir 5 Stück kriegen wir in eine 600er Leitung rein, weil 120 mal 5 sind 600. Dann haben wir den Spaß da drin. Fertig. Wir brauchen definitiv einmal Katerium. Nehmen immer meiner Markt rein, ne? Einmal Katerium. Um den Gedanken mit dem Wasser zu Ende zu führen. Wir kriegen aus 5 Stück 600. 300 frisst ein Atomkraftwerk. Heißt, wir schließen 2 Stück an. Wir haben eine Leitung dafür. Bedeutet auch, wir brauchen 15 600er Leitungen. Das ist ja wow. Pumpen habe ich jetzt noch gar nicht eingerechnet, weil die werden wir auch brauchen. Aber das kann ich jetzt noch nicht absehen. Wir einfach mal 30 Stück oder so mit. Nee, 30 werden nicht reichen. Ich packe einfach mal 100 Pumpen ein, dann passt das schon. Einmal Katerium. Wir brauchen einmal Kupfer. Wir brauchen einmal Eisen. Einmal Limestone. Einmal Quarz. Einmal Sulfur. Einmal Uranium. Bin da schon mal bei 7 Stück für das Ding hier. Leck mich an der Füße. Crude Oil können wir uns von der Waffenfabrik holen. Da haben wir ja noch ein paar Anschlüsse frei. Die können wir zweckentfremden bzw. missbrauchen. Genau. Mitgebrauchen und können die dorthin legen, weil da brauchen wir gerade mal keine 40 Kubikmeter. Also das ist easy. So, dann brauchen wir. Wir fangen an mit den Assemblern hier offensichtlich.
brauchen wir 39 Stück für. Wir brauchen... Falsch. Da. Konstruktoren. 28. Einen Mixer. Da, Mixer. Einen Mixer. Da muss ich hingucken. Richtige Stelle. Zwei Foundries. Also diese rein. 27. Oh, 27 von den Eumels. Dann habe ich da oben schon mal alles. Und wir brauchen Raffinerie. 46 Stück. Deck mich in den Tisch. Das sind 143 Maschinen. Plus die 81. Ist da einmal hin? Moment. Gedanken gehen gleich weiter. Da mache ich einfach 100 Stück hin. Passt das schon. Irgendwie kriegen wir das damit hin, ansonsten müssen wir noch mehr holen. Jetzt frage ich mich gerade, was noch fehlt, was ich noch bedenken müssen, können, sollte, Täter. Hätte, Täter. Wir brauchen für nichts von dem ganzen, also wir müssen davon nichts übertakten. Das ist schon mal ganz gut, glaube ich. Das heißt, wir haben jetzt, das rechnen wir jetzt mal mit. Wir haben die 81 Raffinerien. Wir haben 30 Atomkraftwerke. Wir haben 7 Miner. Wir haben 39 von den Dingern. Wir haben 28 von denen. Ein Mixer. 2 Gießereien. 27 von den Manufakturen. 46 Raffinerien. Und das ist halt nur eine Schätzung. Die wird wahrscheinlich vollkommen daneben sein. Egal, wir haben sie. Aua. 361 Gebäude zu bauen. Das wird schön. Ja, cool. Dann können wir jetzt mal gucken. Was ist 69? Es geht da oben schneller. Ja, das alles. Drohne hebt auch mal wieder ab. Ey, das ist ja wunderbar. Das ist schon das zweite Mal, dass sie das heute macht, während ich das sehe. Hier liegt Zeug an, das ist auch gut. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist fleißig am Machen, du bist auch voll mit allem, hier passiert was. Wie sieht es bei dir aus? Ach ja, du machst genug, passt schon. Wie sieht es hier unten aus? Du machst Batterien, auch gut. Hier sind wieder Viecher. Ach genau, Viecher, Viecher ist gut. Da ist so eine schwarze Patrone drin, wie ihr seht. Das ist die neue Munition, die wir fertiggestellt haben. Was ich euch erklärt habe, was ihr aber nicht sehen konntet. Wunderbar. Windows-Updates, ich hasse sie. Das Fadenkreuz sieht ein bisschen größer aus. So, wo ist mein Eumel, der mich nicht mag? Eumel. Ist bestimmt hier drunter, oder? Eumel, der mich nicht mag, versteckt sich. So sehr mag der mich nicht. Wir suchen das jetzt mal. Dieses Spiel ist ein bisschen blöd. Ich weiß, es ist Early Access und wir machen das alles hier und gucken und suchen Fehler und. Aber jedes Mal die Viecher zu resetten, ist halt so eine doofe Sache. Wenn sie dann in den Dingern hier spawnen, weil ich höre hier drunter immer etwas, sehe aber nichts. Und ja, das ist jetzt wieder jede Menge Gejammer. Ich weiß, ist da ein Höhleneingang? So, auf jeden Fall ist da Viech.
Ich muss gar nicht so richtig treffen. Das geht schön hinterher. Ich bin sogar noch gekriegt. Da ist eine Fledermaus. Da ist eine Fledermaus. Okay. Ah. So. Haben wir sonst noch? Ist noch irgendwo jemand? Da bist du noch. Okay. Dann machen wir dich auch weg. Das ist halt schön. Ich muss nicht mehr zielen. Was haben wir in dieser Höhle? Ich meine, wenn wir schon hier sind, dann gönnen wir uns doch den Spaß und gucken hier mal rein. Hier ist ein Klumpen Katerium. Okay. Naja. Herzlich willkommen in der unspektakulärsten, langweiligsten Höhle des ganzen Spiels. Aber immerhin, wir haben es gefunden. Richtig. So, da oben ist Schwefel. Schwefel ist mal so eine Sache. Oh, hi. Da ist er weg. Noch was? Hä? Okay. Im Gebäude ist ja, oder in Bauwerken ist ja schon scheiße. Aber die Nummer ist halt richtig kacke. Ich habe hier doch theoretisch irgendwo den Kollegen. Ich meine, der Kollege hier schießt ja auch nicht besonders gut. Gucken wir uns das mal an. Oh, jetzt schießt er besser. Ich stell dir mal vor, du bist hier in einem Spiel. So, schieß mal da ein. Genau. Ja, egal. Du bist hier in einem Spiel, hast gerade angefangen mit dem ganzen Spaß. Weiß noch gar nicht, was so richtig los ist. Und dann passiert sowas. Wie willst du denn da rangehen? Der ballert jetzt die ganze Zeit hier, also ne, unser Schwefel ist nicht mehr sicher. Hi. Hast du dich getroffen? Du bist direkt tot oder was habe ich gemacht? Oh, passt. Ja, also, das ist so ein bisschen... Nennen wir es unschön. Ja, komm. Wir latschen jetzt hier den Weg hoch. Gucken uns das mal an. Dann kommen wir sowieso auf die Schienen. Boink. So, da gibt es Kopfschmerzen. Genau. Wie sieht es denn hier aus? Sie ist doch jetzt bestimmt auch gut. Also bis neulich habe ich ja immer gedacht, hier der das Ding hier, dieser Eumel, der ist nutzlos und so. Aber in Verbindung mit den neuen Munitionsarten ist das Ding mega.
Würde ich ja mal sagen. So, ach guck mal, da kommt auch direkt der Zug. Dann fahren wir noch eben nach hinten. Gucken uns einmal kurz den Spaß da an und dann sind wir auch nach 25 Minuten oder so durch. Eieiei. Ei, ei. Ärgert mich ja schon ein bisschen, dass ich da nicht alles so weit daneben gehauen habe. Also, das wäre schön gewesen, hätte ich die Folge gehabt. Aber kein Spielsound, weil ich mal wieder nie aufgepasst habe. Und mein Gelaber auch nicht. Okay, das ich weiß, das wäre eine Erlösung für euch. Aber grundsätzlich, das macht ja bei einem Let's Play wenig Sinn, keinen Ton zu haben. Ich springe hier raus und fliege direkt hier drüber, weil das ist kürzer. So, wir sind hier. Also, ich habe den ganzen Spaß gestartet. Das läuft alles. Da vorne werden Platinen gebaut. Der Kunststoff von unten, der staut sich mittlerweile auch. Ja, guck mal, hat sich doch belohnt. Ja, weil wenn der sich staut, heißt das, irgendwann hat er sich bis da hinten hingestaut. Da sind jetzt Smart Splitter dran. Die hauen dann eben jetzt gerade das Zeug erstmal hier raus, damit da nichts voll läuft. Das gleiche habe ich auch für die Kabel gemacht. Allerdings die Kabel, die sollten nicht so ein großes Problem sein, beziehungsweise scheinbar sind sie doch ein Problem, aber die stauen sich halt auch. Ne? So, der ganze Spaß geht da vorne einmal schön lang. Und da kommen die Turbodraht, das Thema des Tages durch. Hier geht der Spaß hoch. Immer mal wieder eine Platine irgendwo hin. Das ist halt der Teil, der relativ langsam ist. Das funktioniert jetzt auch. Und hier oben wird dann Munition gemacht. Da sind 3 drin, da sind 2 drin. Wie sieht es bei dir aus? Du hast schon 106 Platinen. Wunderbar. Du hast keine. Du hast dementsprechend auch keine. Wenn der hier voll ist. Ja, jetzt hat er mal wieder 2 da drin. Also, ne? Eine, also es dauert ein bisschen, aber wenn die hier, ich glaube 200 ist da das Maximum, oder die Stack Size. Es wäre noch schön, wenn sie Stapelgröße hier dran schreiben würden, aber egal. Dann kommt der Spaß hier raus und hier wird halt die Munition mit. Und die geht dann hier runter in diesen wunderbaren Container. Ja, das ging aber schnell. Okay. Das hatte ich euch vorhin in etwas ausführlicher länger gezeigt. Aber ihr konntet es nicht sehen. Ist doch auch schön, oder? Ja. Ein echter YouTube-Profi. Oder Let's Play-Profi. Wie auch immer. Genau. Da oben, wo dieser Turm ist. Boim. Da ist auch unser Uran. Das müssen wir uns holen. Und der Rest passiert dann, wie gesagt, dort unten. Und von hier das dahin bringen ist halb so wild. Irgendwo hier ist auch noch Schwefel. Die brauchen wir auch noch da drüben. Und hier die beiden Quarzdinger brauchen wir hier. Deswegen wollte ich das hier hinsetzen, weil hier ist scheint in der Höhle zu sein. Da muss ich irgendwie unten rein. Da bei dem Eisen hier müsste der Eingang sein. Und dann geht das da hin und also beziehungsweise hier so in dem Bereich. Und ich fand die Koordinate minus 1000, minus 1100 relativ gut und passend. Und dann passt das schon. So, jetzt können wir uns überlegen. Ja, komm. Warum macht er das Herzchen mit dem Ding in der Hand? Dann sieht man es doch gar nicht richtig. Ist ja doof. Egal. Aber zu meinem heutigen kann man immer noch sagen. Richtig. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen weg, großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.